Hallo ihr Lieben, wir haben ganz arbeitsreiche Wochen hinter uns und wir haben viel gemacht. Es gab auch wieder eine Hochzeit und es gab auch ganz tolle Blumen, die wir gemacht haben. Und ich bin hier gerade so an meinem Briefkasten und ziehe die Neuigkeiten, ich sage jetzt mal unser Königsteiner regionales Blatt raus und muss es doch gerade mal ein bisschen angucken. Und es gibt am Freitag, 28. Mai, ist der Tag der Nachbarn. Und ja, lasst Blumen sprechen. Es ist ein ganz tolles Ereignis und es geht darum, dem Nachbarn möglichst eine schöne Geste überkommen zu lassen. Balkon-Bingo, irgendeine nette, ja, eine nette Höflichkeit, ein gemeinsamer Spaziergang und oder ganz viele Sachen, dass man einfach die Nachbarn pflegt. Und wir liefern dazu ganz tolle Blumen und haben uns richtig was ausgedacht. Und das ist jetzt auch schon alles geladen. Ich zeige euch mal, gibt es da so einen kleinen Blick in mein Auto. Und ich zeige euch dann mal gleich, wie wir das alles gemacht haben. Und wie wir das, diese schönen, schönen Blumen, wie wir die an die Stadt liefern. Aber die Details, die kommen jetzt gleich im Video. Und ich finde es ja so schön, dass auch dieser Zeitungsartikel toll. Also es sind 1000 Blumen, Tag der Nachbarn. Lasst Blumen sprechen. So, aber weiter geht's dann im Laden. Bis gleich! YouTuber, heute gibt's mal ein ganz anderes Video, wie ihr vielleicht an meinem Hintergrund erkennen könnt. Wir baden heute in Blumen und es ist für einen ganz tollen Zweck. Es ist der Tag der Nachbarn und da gibt es eine super Aktion dazu. Und wir haben wunderschöne Garmini. Und was wir damit machen und wie wir die extra im Keller stabil gemacht haben, das zeigen wir euch im Video. Heute geht es um Garmini. Aber nicht nur um eine, um ganz, ganz viele. Und wie man hier sieht, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil. Das sind die gelben. Und die liebe Eva. Hallo. Eva ist hier schön am Füllen von Eimern, weil wir müssen diese Garmini alle ganz toll dekorieren. Und damit wir die einstellen können oder damit die eine tolle Vase haben, sorry, es war mein Finger gerade, haben wir diese Eimer in Papier eingepackt und haben mit Tesafilm ein schönes Gitter gemacht, ja, damit die nicht so umfallen im Eimer. Und es geht gleich im Keller weiter, weil da gibt es nämlich noch ganz, ganz, ganz viele Garmini. Und wir arbeiten jetzt erstmal daran, diese vielen, vielen Garmini hochzuholen. So, hallo ihr Lieben. Ja, also wir gehen jetzt mal in unseren wertvollen Keller und werden erstmal zählen, dass wir natürlich dem Kunden die richtige Anzahl an Blüten liefern, weil unser Kunde hat 1000 Blumen bestellt. Und jetzt kommen wir hier in unseren wertvollen, prall gefüllten Keller. Sieht jetzt ein bisschen lustig aus erstmal. Ich mache mal das Licht an. Und ja, damit wir die richtige Anzahl liefern, müssen wir jetzt erstmal diese Blümchen alle zählen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben jetzt über Nacht, das sind jetzt alles Garmini. Das ist die kleine Form der Gerbera. Und was wir gemacht haben ist, wir haben die alle so in den Kartons ins Wasser gehängt, damit die sich, wenn die Wasser ziehen, damit der Stiel fest wird. Und man sieht hier, ist Projekt gelungen. Ja, und dass wir die nicht alle einzeln drahten müssen. Und wir haben jetzt hier 50 Kartons mit diesen Garmini. Die müssen alle nach oben. Und es gibt jetzt nicht nur die, sondern es geht auch um die Ecke. Weil hier hinten geht es nämlich noch weiter. Und wir haben die alle über Nacht aufgehängt. Und unsere Aufgabe ist jetzt, die in ganz tolle Gefäße für die Kunden reinzustellen. Jetzt werden wir die alle hochnehmen und nehmen die alle aus diesen Kartons raus. Und oben geht es dann wieder weiter. Wir haben jetzt also echt ein bisschen was zu tun, 1000 Blumen in die Hand zu nehmen. Und werden hier unseren wunderbaren Aufbauer nach und nach auflösen dann. Das machen jetzt die Eva und ich. Vorbereitung laufen. Also wir haben jetzt alle unsere Eimer genommen und ganz wichtig ist, wir haben breites Tesaband genommen. Und wenn das ein schmales Tesaband wäre, dann würde es viel zu schnell reißen. Und wir haben jetzt die ganzen Eimer hier hingestellt. Und was wir jetzt machen,
Wir nehmen die Gerbera-Kartons und haben die einfach aufgerissen und haben die mit den Vasen beschwert. Und das ist jetzt natürlich sehr dekorativ. Jetzt hängen hier unsere ganzen Kartons. Dazwischen ist natürlich auch noch unser Geschirrtuch. Ja, und so werden jetzt alle Eimer, nein, die Gerbera-Kartons mit den Eimern festgeklemmt. Und hier kommt die liebe Eva. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Spaghetti. Und so hängen die da alle drin. Wenn die auch vom Großhandel kommen, das ist bestimmt auch mal für euch interessant, dass die eben nicht so, wie sie vorne in den Vasen stehen. Jetzt gehe ich mal in den Laden. Da stehen die natürlich immer so, ja, sondern dass die in diesen Kartons so drin hängen und transportiert werden, ja, damit die Köpfe auch alle hübsch bleiben. Ja, und so bereiten wir es erstmal vor. Und wir haben jetzt ein bisschen was zu tun. Wir müssen jetzt nämlich Trepp auf, Trepp abrennen. Genau, ich halte die Eva schon von der Arbeit ab. Und ja, wir finden immer, Garmini haben ja so ein bisschen weniger Durchmesser als Gerbera. Gerbera sind dann etwas so, also nochmal so 2 Zentimeter mehr Durchmesser. Und wir finden, dass die auch in vielen Blumensträußen schöner und dekorativer sind, also weil die so ein bisschen kleiner sind als die großen Gerbera. Es sei denn, man hat einen riesen Blumenstrauß. Und ich zeige euch mal ein paar Blumensträuße. Das ist einfach eine tolle blumige Wirkung, die man hat. Die gibt es also in ganz vielen verschiedenen Varianten. Die gibt es also mit diesem schwarzen Auge. Ja, die habe ich eigentlich auch besonders gern, wie man merkt. Dann gibt es die Sorte, die heißt Pompon. Die ist so gefüllt. Ja, die hat also hier diese wunderschöne Füllung. Mal gucken, was ich hier noch so an Sorten. Ach, hier gibt es eine Garmini mit einem grünen Auge. Ja, die ist auch sehr, sehr hübsch. Und hier ist auch wieder eine gelbe Sorte. Das ist auch wieder eine Sorte, die sich Pompon nennt. Und auch jetzt kommen noch ganz viele andere dazu. Aber hier sieht man auch noch mal das Thema ein helles Auge, ja, oder ein dunkles Auge. Ja, und na, wir arbeiten uns jetzt mal hier voran. Und die Fortsetzung, die kommt ein paar Minuten später, weil wir müssen auch dazwischen arbeiten und der Kameramann, der ist heute leider nicht anwesend. Das ist sehr schade, sonst hätten wir den hier für alles. Aber hier wird jeder Zentimeter genutzt. Und ja, hier sieht man jetzt mal, die Eva packt die aus. Nee, sie hängt sie auf, gell? Ja, da wird der Karton geöffnet. Und da brauchen wir natürlich ein bisschen Gewicht, sonst fallen die runter. Hier ist eine wunderschöne zweifarbige Sorte. Ja, und da werden jetzt erstmal hier alle fixiert. Stunden später, nein, 1, 2 Stunden haben wir schon gebraucht. Wir sind fleißig im Keller hoch und runter gelaufen. Hier gibt es jetzt also einen ganzen Stapel Kartons, in denen diese Garmini aufgehängt waren. Und wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viel gezählt. Und so sehen unsere Eimer. Ja, so sieht unser Bindebereich jetzt aus. Es ist ein kleines Blumenmeer. Und wir finalisieren noch die Stückzahlen. Deswegen antwortet die Eva jetzt gar nichts, weil die ist nämlich fleißig am Zählen und muss gucken, dass in jedem Eimer die perfekte Stückzahl drin ist. Und ich freue mich, so ein Blumenmeer euch zeigen zu können. Und
die stehen jetzt auch richtig gut, wie man hier sieht, mit diesem Tesa-Gitter. Weil wenn wir das Gitter nicht hätten, dann würden die auf eine Seite fallen und würden einfach mal umfallen und würden gar nicht so toll im Wasser stehen. Und wir haben leider keine, ja doch, wir hätten vielleicht Vasen für 1000 Garmini, das auf jeden Fall. Aber das Problem wäre, dann hätten wir wahrscheinlich keine mehr im Laden. Und so ist es eine ganz tolle Geschichte, dass wir dem Kunden natürlich die Gefäße und die Vasen mitgeben können und dass diese Blumen dann wunderbar im Wasser stehen, toll versorgt sind und die Leute, die die alle bekommen, die freuen sich total drauf. Und hier sieht man jetzt auch die schönen Sorten, die wir haben. Und wir haben darauf geachtet, dass in jedem Eimer wirklich verschiedene Sorten drin sind. Auch die Eimer haben wir mal in grün und mal in rosa eingepackt. Soll es also nicht nach Eimer aussehen, sondern soll einfach schön sein. Wie immer, ne? Nach so viel Arbeit sieht es auf dem Boden dann auch so aus, dass hier 1000 Schnipsel sind. Weil die ganzen Garmini, die mussten dann natürlich alle in der Länge angleichen, dass die jetzt wunderbar auf einer Höhe in ihren Eimern stehen. Dann sieht das natürlich jetzt richtig schön aus. Und wir haben mal fleißig nivelliert und alles auf schön auf eine Höhe gemacht. Ich bin jetzt unterwegs, um die Blumen zu liefern und das Wetter ist heute perfekt, weil es ist bedeckt und es ist so 13 Grad und es ist keine Sonne. Die können die Blumen ganz toll hinstellen und ich freue mich total auf die Gesichter. Hier werden sie schon ausgeladen. Das Auto ist schon leer. Das war ja gestern noch ganz voll. Und in unserem schönen Transportgestell standen die ganzen Eimer drin. Und nun kommt das wunderschöne Blumenmeer. Die Erkenner werden sich total freuen. Ja, hoffen wir. So, ich geh mal weg. Ja. Jetzt. Ja.